bin Felles. Wir sind in Hannover. Deutsche Meisterschaft. Wird hier ein bisschen abgerissen jetzt. So, fahren wir noch. Also ich habe alles. Einfach auch mal mit, ne? Wir haben natürlich mehrere Apartments gebucht. Der Chris ist unten, ich bin oben. Weil später kommen noch die Escort-Damen. Und da der Chris sich auf seinen Kampf konzentrieren muss, werde ich den Abend mit den Damen verbringen dann. Und mein eigenes Cardio-Workout machen tatsächlich. Also ich muss sagen, wir sind 7 Stunden gefahren. Ich bin Knockout. Das war schon echt anstrengend. So, weiter. Geburtstag, Alter. Die wollen alles wissen. Ich will hier schlafen, Alter. Die wollen alles wissen. Du musst HIV-Test auch. Hast du einen gemacht? Das ist wichtig, das ist. Ist drin, ist dabei. Was Chris gebucht hat, mit seinem Bürgergeld tatsächlich. Wie hoch ist die Rate von deinem Bürgergeld gerade? Aktuell, ich habe nicht mal ehrlich gesagt Überblick, weil ich bin total verschuldet beim Start mit meinen ganzen Strafen. Ja, tatsächlich. Das Budget hat doch gereicht. Ich habe keine genaue Übersicht. Oh, das funktioniert. Okay, gehen wir mal wenden. Ah. Komm mal. Die sind ja auch auf Stromsparmodus, ne? Spitze, also das Licht ist ein bisschen Quatsch hier tatsächlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber ich muss mal kurz schauen, komm mal kurz. Was? Warte, muss ich hier ablegen. Ja, kurz schauen, ob ich das Regal da wegmachen kann, dass wir unsere Betten zusammenschieben können. Dass wir die Kuscheln drin. Also, was machen wir jetzt? Wagen, wiegen und dann essen. Ich muss mich jetzt wiegen, ja. Und dann gucken wir, wie der Spaß gleich weitergeht. Wir haben jetzt 2 Optionen. Die Waage sagt uns was Gutes, da können wir jetzt einfach was essen gehen. Die Waage sagt uns was Schlechtes, dann gehe ich trotzdem was essen. Aber der Chris muss dann schwitzen, ne? Das ist natürlich wieder Unterschied. Sieht schon gut aus, der junge Mann tatsächlich. Also. Aus wie eine Hühnerbrust. Deswegen, da nimmt euch auch kein Beispiel daran. Aber man muss ja gewisse Opfer bringen. Masse statt Klasse tatsächlich. Genau. Ah, scheiße, Mann. So. Schauen wir mal. Warte, nehmen wir das Ding mal ins Licht. Und dann schauen wir mal, was die Wahrheit so sagt. So, seid ihr bereit? Wir sind hier bereit jetzt hier tatsächlich. Das ist das Spaß gerade, ne? Ja, das kann gar nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Machen wir nochmal neu. Das kann. Wir kämpfen. Warte. Wir kämpfen auf 93. Ich wollte es einfach mal kurz sagen, ne? Das ist ein Witz gerade. Ja. Jetzt gucken wir, jetzt gehen wir mal noch aufs Klo und dann gucken wir was. Ja, wir sehen uns in 2 Minuten. Ich hab schon eine Behinderung bekommen. Ich hab keine Ahnung, was gerade in meinen Kopf vorgeht. Oh. Hört sich nicht nach Essen an. Ja, ich würde sagen, guck mal, ihr geht einfach essen. Ich hänge jetzt ab. Hot Brownie esse ich für den Chris mit. Ja, was Habibi, wir gehen was essen. Gute Nacht. Hast du Hunger? Wir werden auch nur so ein Brownie oder so. Digga, halt den Chris, Alter. Back and shake your hand and hit the blunt to see the difference with me. I grew up with the G's in the West Bank Streets. Verdammte Scheiße, Mann. Sie hat gesagt, werden wir zwei nicht, damit sie niemals heiraten. Und jetzt heiratet sie. Wow, wow, wow. Essentiell wichtiges Thema einfach, Männer, wirklich. Wenn ihr euch mit Frauen trefft, hört auf, die Chaya abzuholen, Haftbefehl anzumachen, etc. Feier ich auch, hör ich auch. Aber das funktioniert nicht. Ich habe extra für euch hab ich die Playlist erstellt. G-Vibes Mix 2.0, nur für euch. Da sind Banger drin, da holt ihr die Chai ab. Da ist Bryson Tiller, da ist Tory Lanez drin. Auf einmal würdet ihr euch sagen, Alter, von wo verdammt nochmal hat der so einen guten Musikgeschmack? Mit wie vielen Frauen hat er sich schon vor mir getroffen? Indirekte Wertsteigerung.
Also wir haben es geschafft, wir sind eigentlich im Burger King tatsächlich. Ich weiß nicht, was der Chris macht, aber ich weiß, dass wir es auf jeden Fall essen werden. Na, Bro. Nix, ich bin im Hotel, die Jungs sind essen gegangen. Ja, wieso bin ich nicht mit, Alter, weil ich zu viel auf der Waage habe. Schmeckt's? Ja. Habe ich ein schlechtes Gewissen? Nein. Wir haben übertrieben, ich schwöre. Ich schwöre auf alles, es war zu viel. Wir haben übertrieben. Glaubst du, der Pinch-Shot? Das Kokain für den Kampf ist im Kofferraum, wo ist das? Oh! Achso, Kofferraum ist hier auch. Kamera aus, hey! Guten Morgen, Schatz. Ich bin gerade aufgestanden. Wie geht's dir? Ich denke den ganzen Tag an dich. Der Chris ist auch da. Wir haben dich vermisst. Du bist der Einzige in meinem Leben. So. Da hat sich das Hungern ausgezahlt gestern, tatsächlich. Wenn ich da jetzt drauf gehen würde nach Burger King von gestern, sieht das natürlich nicht so gut aus. Du machst das, oder? Ja. Alter, der steht vor ihm und macht ihn. Ey, der hat ein Wischer mit rechts gekriegt, Alter. Du hast gesehen, seine Augen. Und dann bin ich direkt rein. Ich so, hey, stopp, es reicht. Und so, Alter, der bricht ihm den Kiefer. Ja. Und dann kommt sein Vater zu mir. War der danach nochmal da? Nein. Der kam nie wieder. Nein. Zu diesem Lied habe ich meine Frau das erste Mal betrogen. Immer wieder sich schön zurückzuerinnern. Einfach wunderschön, ehrlich. Ja. So einen Moment vergisst man niemals. Das erste Mal vergisst man nie, so tatsächlich. Ist das. So ist das. Das erste Mal vergisst man nie. Da kommen wir von. Thank you.
mal so, Chris. Zocken ihn weg, wenn er reinkommt. Schön Scharfschütze. Und jetzt von unten. Ja, das ist es. Schön, Mann. Genau so. Ruhig bleiben, genau. Und wieder mit Schöpfen. So, ja. Genau so. Ruhig bleiben. Und jetzt schließ mal. Fang mal mit der linken an zu schlagen. Ja. Linke. Genau. Du machst es super. Genau so. So, okay. So, 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 nicht überpowern, nicht überpowern, nicht so, genau. Ja, ja, aber das über. Also meine Freunde, das war's mit dem Vlog. Wir waren jetzt gute 2 Tage unterwegs. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr öfters Vlogs sehen wollt oder ob ihr auch mal anderen Content sehen wollt. Ich versuche jetzt ein bisschen öfters aktiv zu sein auf YouTube, auch vor allem mit dem Chris, dass wir ein bisschen öfters aktiv sind. Wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt, packt das mal gerne in die Kommentare rein. So, ja, zum Abschied auf jeden Fall erstmal danke für alle, die eingeschaltet haben. Das war The Road to the German Championships. Leider nicht so verlaufen wie geplant, ja. Aber ich will dazu, das soll keine Ausrede sein, aber kurz dazu sagen, der Meisterschaft wurde Short Notice angenommen. Vor 2 Wochen habe ich Bescheid bekommen, dass die Meisterschaft, dass ich da teilnehmen darf. Aber nichtsdestotrotz, das Einzige, was wir mal wieder feststellen war, ja, ich muss viel am Grappling, viel am Ringen arbeiten. Ansonsten hat man gesehen, wie auch es zu erwarten war, im Stand-Up kann mir in Deutschland niemand was erreichen. Das sage ich klipp und klar noch einmal. Nächstes Jahr komme ich auf diese Meisterschaft. Da werde ich auch besser ringen wie alle, besser Stand-Up fighten wie alle. Und da werden wir den Titel mit nach Hause holen. Danke fürs Einschalten.